inmitten des Trierer Zentrums, nur eine Ecke entfernt von der Basilika, befindet sich eine recht überschaubare, aber doch interessante Straße. Ihr Name? An der Meerkatz. Aufgrund ihrer klar ersichtlichen Kürze könnte man auch annehmen, dass es sich bei dieser Straße lediglich um eine Verlängerung der Liebfrauenstraße handelt, die direkt zum Domfreihof führt. Dem ist allerdings nicht so. In der Straße selbst befindet sich das Modehaus Marx, daran grenzend das Trierer Agenturhaus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite findet man den katholischen Kindergarten Liebfrauen und daneben, an der Ecke zur Liebfrauenstraße, ist eines der ältesten Antiquitätengeschäfte der Stadt zu finden, das bereits Anfang der 30er Jahre gegründet wurde. Direkt zur Fußgängerzone führend, durchschreiten hier täglich viele Passanten die Straße mit dem seltsamen Namen. Und sogar der Römerexpress tritt hier etwa alle 25 Minuten seine Runden auf dem Weg zu Deutschlands ältester Doppelkirchenanlage, bestehend aus Dom- und Liebfrauenkirche. Aufmerksame Bewohner bemerken, dass es sich bei dieser, auch von vielen Touristen besuchten Straße, um eine Straße mit ganz besonderem Namen handelt. Doch wie kam die Straße eigentlich zu ihrem Namen? Um der Lösung nachzugehen, haben wir einige Passanten befragt. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht, gar nichts. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, vielleicht gab es früher da mal eine Meerkatz. Es könnte ja auch von dem Namen her geleitet sein, dass man ein bekannter Bürger von Trier Meerkatz hieß. Wüsste ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Meerkatz? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Meerkatze kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Sagen Sie es mir. Vielleicht gab es hier früher mal ein Lokal, was so hieß oder so, aber keine Ahnung. Vielleicht war das Wasser, bis hier die Meerkatzen hier waren. Vielleicht war hier mal ein Zoo früher. Ich habe mich auch schon oft gewundert über diesen Namen Meerkatz. Ist ein interessanter Name, aber welche Beziehung, historische Beziehung, die eventuell hat mit diesem historisch reichen Umgebung hier, das weiß ich leider nicht. Mit Meer hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Das fließt durch Trier nicht, sondern die Mosel. Nee, keine Ahnung. Aber es wäre interessant, das da mal zu hören, dann wissen wir auch mehr. Sind vielleicht hier irgendwo Meerkatzen verewigt in Stein? Richtig, diese Antwort entspricht der Wahrheit. Tatsächlich ist es so, dass der römisch-katholische Orden der Kartäuser 1764 in dieser Straße einen Neubau anstelle mehrerer älterer Häuser errichten ließ. Auf einem dieser alten Häuser befand sich ein Hauszeichen, das eine Meerkatze darstellte und daher im Jahre 1481 Hus zu der Meerkatzen genannt wurde. Meerkatzen gehören übrigens einer Affenart an, die aufgrund ihrer katzenähnlichen Optik so genannt wurde. Die Kartäuser übernahmen nun diesen Namen und das Zeichen an dem Haus, wovon sich später der Name auf die Straße übertrug. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee.